Servus und herzlich willkommen zum 21. Teil der Reihe Händisch rechnen mit Matago. Wir schauen uns hier das Thema bestimmtes Integral an, aber wirklich nur aus der Sicht, wie rechne ich denn händisch ein bestimmtes Integral. Also wir werden jetzt hier nicht die ganze Theorie dahinter sozusagen machen, sondern es geht nur darum, wie berechne ich ein bestimmtes Integral. Was wissen wir laut Formelsammlung, wenn ich jetzt eine Funktion integriere im Intervall von a bis b, f von x, dx, dann ist das nichts anderes als die absolute Änderung der Stammfunktion. Das heißt Groß F von B minus Groß F von A. Das ist unser bestimmtes Integral. Hier brauchen wir auch keine Integrationskonstante mehr, weil die sich gegenseitig aufheben würden. Wenn ich sowohl bei Groß F von B minus Groß F von A rechne, habe ich C minus C. Das heißt, die heben sich sowieso gegenseitig auf. Wir haben hier eben nur die absolute Änderung der Stammfunktion. Das heißt, Schritt 1, wenn man so ein Integral durchführen möchte, ist dann eben die Stammfunktion zu bilden. Das bedeutet für uns, wir werden jetzt hier mal ein Beispiel rechnen, nämlich im Intervall von 2 bis 5 möchte ich hier jetzt die Funktion minus x² plus 10x und dann noch minus 16 hier rechnen. Dx. Und das bedeutet für uns der erste Schritt eben Bildung der Stammfunktion. Das heißt, wir müssen klassisch einfach das Integral durchführen, hier in dem Fall Potenzregel, einfach ganz simpel, gilt aber auch für jede andere Funktion. Ja, also wenn das jetzt da e hoch x ist, dann muss man halt e hoch x integrieren. Man bildet zuerst einmal die Stammfunktion, das heißt in dem Fall minus x hoch 3 Drittel plus 10 x² halbe und dann noch minus 16x. Wie gesagt, das plus c könnt ihr euch schenken, weil das ist hier insofern irrelevant beim bestimmten Integral. Und dann macht man hier hinten halt quasi nochmal die Grenzen. Das heißt, wir integrieren im Intervall von 2 bis 5. Und dann muss man eben nichts anderes als die absolute Änderung von dieser Stammfunktion sozusagen ausrechnen, eben in diesem Intervall von 2 bis 5. Das bedeutet für uns, wir setzen ein. Einmal die obere Grenze, Groß F von B. Wir setzen also die obere Grenze in die Stammfunktion ein. Das heißt, wir haben hier minus 5 hoch 3 durch 3 plus 10 mal 3, 5 zum Quadrat durch 2 minus 16 mal 5 minus, ja, untere Grenze sozusagen eingesetzt in die Stammfunktion. Das sollte man dann immer in Klammer setzen, weil sonst das Minus sozusagen hier natürlich fatale Folgen für einen hat. Das heißt, wir setzen auch hier ein, minus 2 hoch 3. Achtung im Übrigen, dieses Minus steht ja vor dem x. Das heißt, ich muss da nicht minus 2 in Klammer setzen und dann hoch 3 rechnen, sondern das Minus bezieht sich auf das x hoch 3. Das heißt, ich rechne zuerst x hoch 3 und füge dann das Minus hinzu. Was anders wäre es, wenn ich jetzt eine negative Grenze einsetzen würde in das x, dann muss ich natürlich diese negative Zahl in Klammer setzen und dann hoch 3, hoch 2 und so weiter rechnen. Ja, großer Unterschied auf jeden Fall. Das heißt, wir haben minus 2 hoch 3 durch 3 plus, was haben wir da? 10 mal 2 hoch 2 durch 2, da kann man natürlich kürzen dann auch, minus 16 mal 2. So. Das kann man jetzt natürlich dann schon so, wie es da steht, 1 zu 1 eingeben in den Taschenrechner, das geht. Ich habe es so nicht ausgerechnet. Das heißt, wir werden das jetzt hier Stück für Stück schön brav ausrechnen. 5 hoch 3 ist bekanntlich 125. Das heißt, wir haben minus 125 Drittel plus, ja, da haben wir es dann sowieso 125, weil 10 und 2 kürzt sich, bleibt der 5er übrig, das heißt, wir haben 5 hoch 3, also 525 minus 16 mal 5 ist bekanntlich 80 minus, da können wir das noch in Klammer stehen lassen dabei, wenn wir wollen. Das heißt, wir haben minus 8 Drittel, dann hier in weiterer Folge plus 20 und minus 32. So. Das können wir weiter ausrechnen, ist alles kein Thema. Das bleibt einmal so stehen, minus 125 Drittel
125 minus 80 sind dann nur noch 45. Minus, minus ist plus, das heißt, wir haben hier 8 Drittel. Und dann haben wir hier minus, also plus 20 minus 32 sind dann minus 12. Minus vor der Klammer macht es wieder positiv, also plus 12. So, können wir weiterrechnen. Minus 125 Achtel, Drittel plus 8 Drittel sind dann nur noch, was sind das, 117, na, ja, 117 Drittel. Und dann halt noch 45 plus 12, das kann man dann auch noch ausrechnen, sind dann 45 plus 12 ist dann 57, also plus 57. So, in weiterer Folge 117 durch 3 kann man natürlich rechnen, da kommen dann im Prinzip 3 und 27 ist 9, das heißt wir haben 39 hier in dem Fall plus 57, das geht dann auch noch. Sind wir dann auf 96 oben und damit hätten wir sozusagen das bestimmte Integral uns ausgerechnet für diese Funktion im Intervall von 2 bis 5. Ja? Wie gesagt, natürlich kann man das dann schon in den Taschenrechner eingeben, aber es geht jetzt hier auch darum, dass wir wirklich alles händisch machen und daher habe ich das jetzt auch einmal bis zum kleinsten Detail weiter händisch fortgeführt. Wichtig ist, wie gesagt, dass man beim Einsetzen aufpasst, hier, wenn man negative Zahlen einsetzt, in Klammer setzt, wenn man positive Zahlen einsetzt, braucht man keine Klammer und ansonsten ist es eigentlich nur wichtiger, mal die Stammfunktion sowieso zu bilden und dort dann entsprechend einzusetzen. Das war es auf jeden Fall zu dem Thema auch schon wieder, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, wie gesagt, Stammfunktion bilden, einsetzen von den Grenzen und dann entsprechend ausrechnen. Wichtig auch, wenn man da minus, also f von b minus f von a rechnet, dass man dann den zweiten Teil in Klammer setzt, weil eben das Minus vor der Klammer hier ein Vorzeichenwechsel also notwendig macht und daher sollte man hier auf jeden Fall die Klammer verwenden. Das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder.